Wow, riesige Schokopommes. Ja, ich wünschte, ich hätte was Größeres bekommen. Nur, dass ich eine mittlere Packung habe. Der einzige Vorteil ist, dass ich die mit einem Bissen schaffe. Haha, das würde ich nicht gerade als Pluspunkt bezeichnen. Hey, was machst du da, Kate? Oh, schau dir Mary an. Ich habe voll die geniale Idee. Wenn ich Pommes mit verschiedenen Soßen esse, kann ich doch auch meine Schokopommes mit verschiedenen Soßen essen. Mh, das schmeckt richtig gut. Ein echtes süßes Meisterwerk. Mary, was ist hier los? Ah, ich kann mich nicht mehr länger zurückhalten. Tut mir leid. Ich will alles auf einmal aufessen. Yeah, du hast es geschafft. Also bin ich jetzt dran. Oh, das ist so richtig schokoladig. Oh nein, die Packung fällt. Armer Ted, sei doch vorsichtig. Oh je, Mini, es hat ihn so richtig erwischt. Ah, was für schöne Sterne. Bitte sag mir, dass ich mir das nur einbilde. Ich befürchte nicht. Ich glaube, das sind echte Oktopusse. Ich habe Schleim am Finger. Die sind echt schleimig. Wieso muss ich die anfassen? Ah, das ist echt eklig. Der stinkt ja so richtig. Aber ich muss das Ding probieren. Ich werde einfach nicht einatmen, um den Geschmack nicht so sehr zu fühlen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ted, jetzt bist du dran. Viel Glück. Ja, Glück werde ich gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Schau doch nur, wie eklig diese Tentakeln wackeln. Außerdem haben die einen richtig schrecklichen Geschmack. Und die sind echt steif. Ich kann doch nicht immer was normal abbeißen. Komm schon, reiß dich zusammen. Okay, einfach Augen zu und durch. Ich muss das schaffen. Irgendwie ist mir nicht gut. Hä, was hast du denn vor, Kate? Ich habe nicht vor, einen rohen Oktopus zu essen. Ich brauche einfach einen Gasbrenner und eine Bratpfanne. Damit werde ich ihn einfach ein bisschen braten. Siehst du? Schon sieht er nicht mehr so eklig aus. Und er ist auch sicher nicht mehr so schleimig. Es wird Zeit, dass ich dieses Gericht probiere. Und das schmeckt ziemlich gut, würde ich sagen. So etwas würde ich mir sogar in einem Restaurant bestellen. Wow, das machst du toll, Kate. Was treibt ihr denn da? Was für eine kleine Portion, voll schade. Schaut mal her, ihr könnt neidisch sein. Wow, Mary, was hast du denn da? Siehst du es nicht selber? Eine riesige Wassermelone. Ich liebe sie. Wieso ist das Leben so ungerecht zu mir? Wieso kriegt jemand eine gigantische Wassermelone und ich nur so einen kleinen Kaugummi? Der ist auch noch ganz schön hart. Bist du dir sicher, dass du das Ding fangen wirst? Nein, bin ich mir nicht. Tja, sie hat ihre Fähigkeiten ein bisschen überschätzt. Nein, gar nicht. Ich habe den Kaugummi gefangen. Okay, das heißt, ich kann jetzt weitermachen mit meiner süßen kleinen Wassermelone. Zuerst muss ich sie schälen, so in etwa. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Mmh, dieses schöne Fruchtfleisch, das ist so schön saftig und rot. Ich liebe es. Das war den Aufwand wert. Ich bin fertig. Wie soll ich denn an das Fruchtfleisch rankommen? Ich benutze einfach diesen Hammer hier. Einfach mal drauf losschlagen. Oh Mann, das sieht brutal aus. Du meine Güte, Mary, das habe ich nicht von dir erwartet. Ich habe es auch nicht von mir erwartet. Aber jetzt brauche ich noch einen Mixer. Daraus mache ich mir jetzt einen lecker schmecker Wassermelon-Smoothie. Wow, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Freut mich, Teddy, dass ich dich ein bisschen überraschen konnte. Jetzt muss ich das noch irgendwie trinken. Aber wie? Das ist das Problem. Sei schön vorsichtig, Mary. Lass das Glas nicht umfallen. Mann, das ist echt schwer.
Ich kann's nicht halten. Was treibst du denn da? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Das Glas war einfach viel zu schwer. Ich hab's nur gut gemeint. Finger weg, das schaffe ich jetzt auch selber. Okay, das wollte ich doch nicht. Du bist aber dran schuld. Oh, wow, ein riesiger Eimer mit Maltesers. Ach, ich liebe diese Portion. Mann, und ich dachte, ich hätte einen Eimer bekommen. Schau dir meine Portion an. Ich meine, das sieht echt mickrig aus. Da werde ich wohl eine Pinzette gebrauchen, um diese Bonbons irgendwie zu essen. Ich hoffe, dass die wenigstens schmecken. Ach, die schmecken kaum. Da muss ich gleich mehrere mir in den Mund legen. Vielleicht gleich den ganzen Eimer. Jetzt schmecken die um einiges besser. Ah, ich kann es kaum erwarten. Die sind so richtig köstlich, so schokoladig und knusprig zugleich. Dieser unverwechselbare Geschmack, der macht mich so richtig verrückt. Ich kann die Dinger noch mit so einem riesigen Strohhalm einsaugen. 3, 2, 1. Ich hab's geschafft. Das war's. Ah, hier kommt noch ein letztes Bonbon. Gut, Mary, jetzt bist du dran. Ich habe schon angefangen, aber irgendwie komme ich nicht damit zurecht. Ich habe die Nase voll. Ich werde einfach eine Säge benutzen. Damit wird es sicher klappen. Na also, habe ich's doch gesagt. Ted, denkst du dasselbe, was ich denke? Oh, wunderschön. Ich habe noch nie was Besseres probiert. Hey, wo seid ihr denn hin? Wo sind meine Süßigkeiten? Bleibt sofort stehen! Oh, wir müssen schneller rennen. Ich werde euch noch schnappen. Ihr solltet besser gleich aufgeben. Haben wir nicht vor. Ich habe noch nie so ein kleines Nutella-Glas gesehen. Ah, ich habe ein klassisches Nutella-Glas. Ach du meine Güte, hast du das schon mal gesehen? Also ich nicht. Aber letztendlich muss ich auch mal Glück haben in dieser Challenge. Ich will meine Schokopaste jetzt sofort probieren. Mann, die ist echt köstlich. Ich habe auch nichts dagegen, meine Nutella zu probieren. Erstmal den Deckel öffnen, Folie abnehmen und den Finger da reintunken. Dieses Glas ist zwar klein, aber trotzdem ganz schön fein. Schließlich schmeckt Nutella immer, egal wie groß die Portion ist. Oh nein, ich glaube, dieses Glas steckt in meinem Mund fest. Mary, verschluck dich mal nicht. Mach dir keine Sorgen, ich hab's geschafft. Bravo, gut gemacht. Tolle Leistung. Jetzt wird's Zeit, dass ich weitermache. Ich habe auch schon den Deckel abgenommen, die Folie weggeknickt und mir einen Löffel geschnappt. Mann, ist das köstlich. Meine Hand greift von selbst nach dem nächsten Löffel. Ich habe doch gesagt, ich kann mich nicht beherrschen, wenn ich Nutella in die Hände bekomme. Ah, wer braucht schon einen Löffel? Ich mache einfach mit der Hand weiter. So schmeckt's gleich viel, viel besser. Oh nein, meine Hand steckt fest. Was soll ich jetzt machen? Ted, bitte beruhig dich. Wir werden dir helfen. Oh, was für ein blödes Glas. Okay, wir haben es geschafft. Das gesamte Glas ist voller Schokolade. Das ist voll eklig. Nun, wenn ihr fertig seid, dann gehe ich mal eine Runde schwimmen. Was treibt die da? Ich glaube, die ist in die Nutella einfach abgetaucht. Ach du meine Güte. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich lebe noch. Oh, das ist so ein tolles Gefühl, einfach in Nutella zu baden. Oh, Mädels, was ist denn das für ein Licht? Wow, wir haben ein paar Portionen Hubba-Bubba bekommen. Ich habe die kleinste Portion, aber dafür kann ich anfangen. Ich liebe Hubba-Bubba total, aber ich habe sie noch nie mit Schokolade probiert. Ich frage mich, wie das schmecken wird. Wie toll. Gefällt mir total. Richtig super. Und jetzt mache ich eine Kaugummiblase. Ups.
Oh Mann! Oh, jetzt bin ich voller Schokolade. Voll toll. Du siehst richtig lustig aus. Schau mal, du hast einen richtigen Schokobart. So, jetzt bin ich dran. Ich habe die mittlere Portion. Ups, mein Kaugummi ist weggelaufen. Da ist er. Ich will auch was probieren. Komm. Was ist denn? Oh, komm schon. Ha, ich hab dich gefangen. Hey, du Dieb. Okay, bedien dich, du Vielfraß. Und ich mach so lange eine Kaugummiblase. Oh, wie cool. Jetzt will ich die Blase mit Schokolade probieren. Oh, genau. Ich mach einen kleinen Schokoballon. Das wird richtig cool. Schau doch nur. Und jetzt will ich den Kaugummi platzen. Und schon habe ich eine Schokokugel. Die fülle ich jetzt noch mit Schokolade. Wow, das ist ja ein richtiger Schokococktail. Fantastisch. Ich nehme mir noch einen Strohhalm und einen kleinen Regenschirm. Und jetzt kann ich was trinken. Oh, einfach genial. Jetzt bist du dran, Sophie. Oh, na endlich. Ich habe den größten Brunnen und die größte Kaugummi-Portion. Also werde ich die Packung mit Schokolade füllen und werde so den Kaugummi in Schokokaugummi verwandeln. Ein bisschen schütteln und jetzt schauen wir mal. Hurra, es hat geklappt. Probieren wir mal. Schmeckt das lecker. Ich krieg echt nicht genug davon. Na, seid ihr bereit, die größte Schokokaugummiblase zu sehen? Los geht's. Oh Mann. Ah, rettet mich. Ich glaube, ich heb ab. Oh Mann. Wo willst du denn hin? Hilfe. Könnt ihr mich retten? Mach dir keine Angst, Sophie. Ich werde dich retten. Hier, fang den Kaugummi. Ich glaube, ich habe ihr Bein gefangen. Sophie, komm wieder runter. Oh nein, ich falle. Rettet mich. Oh, du bist wieder hier, das ist gut. Vielen Dank, Mädels. Ich habe mich erschrocken. Wow, was für eine große Portion. Oh, Menno, ich habe die kleinste Portion. Und ich habe die mittlere. Wow, die ist einfach gigantisch. Ich hätte echt nichts Besseres bekommen können. Wow. Das freut mich. Hast du eine kleine Portion? Hört auf, mich auszulachen. Ich werde so lange mein Gelee probieren. Schmeckt einfach perfekt. Zu schade, dass ich nur so wenig hatte. Und außerdem stecken da meine Bonbons noch drin. Komme ich vielleicht mit der Zunge dran? Na kommt schon, kommt her. Oh nein, meine Zunge steckt fest. Mädels, könnt ihr mir bitte helfen? Och, du Arme. Komm, ich werde das abziehen. Aua, aua. Noch ein kleines bisschen. Ups. Au. Das hat wehgetan. Jetzt werde ich eine Beule haben. Aber trotzdem danke für die Hilfe. Tina, jetzt bist du dran. Ja, genau. Dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. So viel leckeres Gelee. Und das schmeckt so lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Oh, das war's. Ah, meine Hände kleben an der Flasche fest. Was soll das denn? Ups. Hey, du hast meine Frisur ruiniert. Kannst du das Ding sofort abziehen? Ja, natürlich. Einen Moment, das wollte ich nicht. Noch ein kleines bisschen. Ups. Das habe ich nicht extra gemacht. Ah, Tina, du hast meine Haare abgerissen. Okay, ich verzeih's dir. Mann, Mädels, das ist mega komisch. Jetzt bin ich dran. Lass mich mal mein Gelee probieren. Oh Mann, das ist voll schwer. Das lässt sich ja gar nicht rausdrücken. Na los, Sophie, du schaffst das. Oh, wow. Das sieht ja cool aus. Oh, ich habe tatsächlich schon so viel rausgepresst. Sieht ganz schön hübsch aus. Ups. Wow, könnt ihr diese Wurst sehen? Fantastisch, so viele Bonbons. Mädels, nehmt euch so viel ihr wollt. Vielen Dank, Sophie, das ist so nett von dir. Ach du meine Güte. Was für ein Insekt ist denn da drin? Ist das eine Biene? Igitt.
Und ich habe was Schlimmeres. Eine eklige Kakerlake. Was für ein Traum. Ach du meine Güte. Ich habe einen Fledermaus-Lolli. Ah, rettet mich. Okay, Sophie, du kannst beginnen. Wir wünschen dir viel Glück. Oh Mann, ich habe Angst. Oh wow, dieser Lolli schmeckt ja richtig lecker. Ich liebe es. Ups, hat sie tatsächlich die Biene gegessen? Das war so lecker. Zu schade, dass ich nur so wenig hatte. Ich habe ja die Biene ganz vergessen. Ah, mach, dass du wegkommst. Hey, bloß nicht stechen. Ich habe dich gerettet. Wo ist meine Fliegenklatsche? Mach, dass du wegkommst. Ah, da bist du ja. Aua! Ich sehe Sternchen. Das hätte auch vorsichtiger sein können, oder? Jetzt werde ich eine Beule haben. Jetzt bin ich dran, meinen Lolli zu essen. Okay, wenn ich einfach die Kakerlake ausblende, ist das recht lecker. Richtig lecker. Gefällt mir total. Oh, furchtbar. Wie kannst du das nur essen? Lecker, Schmecker. Ups, wo ist die Kakerlake? Habe ich sie etwa verschluckt? Oh nein, da kommt sie gekrabbelt. Ah, Hilfe! So, ich habe dich gefangen. Oder doch nicht? Wo bist du denn? Ah, die ist auf deinem Kopf. Ah, nein, ich habe eine Kakerlake auf dem Kopf. Immer mit der Ruhe, Miley. Ich werde dich retten. So. Oh, sie ist weggeflogen. Vielen Dank. Nicht der Rede wert. Oh, Mädels. Zu schade, dass ihr schon fertig seid. Ich hätte gerne mit euch getauscht. Oh, Mann. Dieser Lolli schmeckt ja wirklich lecker. Ich kann es ja gar nicht glauben. Tina, was machst du denn da? Das schmeckt so gut. Was schaut ihr mich denn so an? Oh nein, ich habe die Fledermaus ganz vergessen. Mach, dass du wegkommst. Ah, nicht sie weg hier. Sie wird uns angreifen. Ah, ihr kleinen Feiglinge. Also, es wird Zeit, dass ich mir auch was von diesem Lolli reinschiebe. Wie lecker. Oh wow, Miley hat eine kleine Dose M&M's. Quentin dagegen eine ganze Maschine. Und was hat Sophie da? Oh wow, ihre Maschine ist sogar größer als die von Quentin. Das ist ja der Wahnsinn. Na, los geht's. Also Miley, du kannst anfangen. Guten Appetit. Oh Mann, das Glas muss aber ganz schön fest verschlossen sein. Ich hoffe, du kannst es irgendwie öffnen. Na los, gib dein Bestes. Ich glaube an dich. Ich benutze einfach meine Hauk-Handschuhe. Super, so ist doch gleich viel besser. Na komm mal her, mein kleines süßes Ding. Oh Mann, ist das köstlich. So schön schokoladig. Ich glaube, Quentin kann weitermachen. Super, meine Süßigkeiten sind alle in der Maschine. Ich muss nur diesen Hebel umdrehen. Na komm schon, wieso geht das nicht? Vielleicht mache ich irgendetwas falsch. Oh, wow. Habt ihr das gesehen? Ich muss da eine Münze reinwerfen. Oh, Mann. Ich muss wohl dieser Maschine all meine Münzen geben, um die Süßigkeiten rauszukriegen. Probieren wir es mal. Oh, wow. Da sind meine Süßigkeiten. Schmeckt das lecker. Ich liebe es. Ich will mehr von diesen Bonbons. Ich will sie einfach alle aufessen. Hey, wo sind meine Münzen hin? Hat der Automat sie alle aufgegessen? Na okay, wenn das der Fall ist, werde ich wohl meine Kettensäge benutzen. Es hat geklappt. Jetzt kann ich gleich alle Bonbons aufessen. Ich glaube, jetzt wird es Zeit für Sophie. Na, endlich kann ich diese Bonbons probieren. Schaut euch diese tolle Rutsche an. Das sieht wunderschön aus. Das schmeckt einfach mega. Hey, wieso kommen meine Bonbons nicht mehr raus? Du blöder Automat. Ah, was ist hier passiert? Ich glaube, der mag mich nicht mehr. Ah, er beschießt mich mit diesen Bonbons. Hilfe, was soll ich jetzt machen?
Ich glaube, die Attacke ist vorbei. Schaut mal, wie viele Bonbons. Wir können sie alle aufessen. Warum habe ich nur so einen kleinen Schokoriegel bekommen? Yes. Ich habe mehr Glück gehabt. Ich habe eine ganze Tafel Schokolade. Und wo ist meine Schokolade? Wieso habe ich nichts bekommen? Tut mir leid, Miley. Ich glaube, ich kann anfangen. Also, ich werde für meine Schokolade wohl diese Pinzette hier benutzen müssen. Moment mal, ich habe eine tolle Idee. Ich nehme mir einfach ein Glas Milch und tunke meine Schokolade rein. Und schon habe ich ein Glas Kakao. Oh, voll die gute Idee. Probieren wir mal. Schokomilch. Ich liebe diesen Geschmack. Quentin, du kannst weitermachen. Wirklich jetzt? Juhu! Ich werde gleich meine Tafel aufessen. Hä, Sophie, was willst du? Soll ich etwa teilen? Nein, tut mir leid, das mache ich nicht. Boah, bist du geizig. Ha, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde einfach unsere Klimaanlage auf heiß aufdrehen. Oh, komm her, meine Tafel Schokolade. Wieso schmilzt die denn auf einmal? Das ist voll unfair. Nein, 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 was passiert denn hier gerade? Ich habe sie noch nicht einmal probieren können. Das ist voll gemein. Aber ich kann immer noch die Schokolade von meinen Händen abschlecken. Das schmeckt mega lecker. Hey, was lacht ihr denn? An meiner Stelle hättet ihr dasselbe gemacht. Miley, hast du immer noch keine Schokolade? Hä, was ist das denn für ein Geräusch? Oh nein, kommt meine Schokolade mit einem Hubschrauber? Ach du meine Güte! Wir müssen sofort unser Feuer rausnehmen und die Schokolade schmelzen. Oh nein, Entdeckung! Ups, wir sind voller Schokolade. Ha, aber das ist doch voll köstlich. Ein Brokkoli-Smoothie, ein Albtraum. Ich habe eine größere Portion, voll eklig. Habt ihr meine Portion gesehen? Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Miley, du kannst anfangen. Ich habe aber wirklich keine Lust auf diesen Brokkoli-Smoothie. Schmeckt mega eklig. Ich habe noch nie sowas Ekliges probiert. Warte mal, du musst noch dieses Stück Brokkoli aufessen. Ja, danke, Quentin. Was würde ich nur ohne dich machen? Heißt das, dass ich jetzt dran bin? Ich kann mir zumindest die Nase zuhalten. Ich hoffe, ich werde den Geruch nicht spüren. Schmeckt das ekelhaft. Mehr will ich nicht. Was heißt hier, du willst nicht mehr? Moment mal, ich habe eine Idee. Sophie, hast du Lust auf diesen Erdbeercocktail? Kannst du haben. Und ich nehme deinen Brokkoli-Smoothie. Oh, vielen Dank, das schmeckt so viel besser. Hä? Wieso ist da Brokkoli drin? Du hast mich ausgetrickst. Das war mega gemein von dir. Haha, voll lustig. Quentin, übrigens, du solltest dich an deinen Cocktail machen. Nein, ich habe keine Lust auf diesen Brokkoli. Und ich werde den Smoothie nicht austrinken. Moment mal, wie viel ist denn da drin? Wieso? Was ist passiert? Wieso ist alles wieder im Glas drin? Na, okay. Dann kriegst du vielleicht was ab. Hä? Das hat auch nicht funktioniert? Sophie ist wieder trocken? Moment mal, vor einer Sekunde warst du noch voller Brokkoli-Smoothie. Oh nee, das Ding ist doch verflucht. Yeah, ich bin wieder frei. Ah, nein! Wie konnte das denn passieren? Wie furchtbar. Ich bin jetzt voller Brokkoli. Wie geht's? Hurra, ich habe eine große Packung Cornflakes und ein Glas Milch bekommen. Ich habe eine mittelgroße Packung. Und ich habe eine mega kleine. Was soll ich damit anfangen? Tja, da habe ich wohl Pech gehabt. Aber dafür kann ich anfangen. Also, ich nehme mir eine klitzekleine Schüssel, gebe da ein bisschen von meiner Milch rein. Und in die Milch kommt dann mein Cornflake. Und ich benutze diese Puppenhände, um das auszuessen. Schmeckt mega lecker. Das hat Spaß gemacht. Quentin, jetzt bist du dran. Okay, genau das habe ich vor. Probieren wir mal.
Mann, schmeckt das super. Ich will das Geschirr nicht schmutzig machen, sonst muss ich ja später wieder abwaschen. Ich schütte mir einfach meine Cornflakes in den Mund und jetzt trinke ich die Milch. Oh, Wahnsinn, das schmeckt mega gut. Sophie, bring mich bloß nicht zum Lachen. Tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Oh, wow, ich bin voller Cornflakes. Die kann ich zumindest probieren. Schmeckt lecker. Miley, jetzt bist du dran. Oh ja, das ist wahr. Und ich kann es kaum erwarten, meine riesige Portion Cornflakes zu probieren. Aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich brauche zuerst einen riesigen Teller für diese riesige Packung. Und wisst ihr was? Statt der Schüssel benutze ich einfach dieses Planschbecken hier. Ich habe da die Milch schon reingetan. Jetzt kommen die Cornflakes und ich tauche ab. Oh Mann, macht das Spaß. Tatsächlich, das ist voll die coole Idee. So kann ich planschen und essen. Zugleich.